Die Farbe ist auch schön. Ja, zwei Farben habt ihr hier, sehe ich gerade, ne? Oha. Oh, shit. Stimmt. Ach, das war gar keine Absicht. Ups, nein. Sorry. Es gibt eine neue Folge So wohnt. Ich bin in Bremen in einem schon wunderschönen Zimmer, in einer wunderschönen Wohnung von Christina und Dennis. Creatives. Ich bin Christina, ich bin Fotografin und ich bin Filmemacher, freiberuflicher Filmemacher seit mehreren Jahren und jetzt haben wir hier mit der Wohnung mal ein neues Projekt gestartet. Ein neues Hobby gefunden. In welchem Zimmer sind wir denn jetzt gerade? Im Wohn-Esszimmer. Okay. Obwohl wir es nicht wirklich als Esszimmer nutzen, da die Küche am anderen Ende des Flurs ist und wir Da esst ihr? Ja, in der Küche. Und wenn ihr Gäste habt, seid dann ihr hier? Dann hier, ja. Aber es ist selten, dass wir mal hier alles hierher tragen. Aber wie lange wohnt ihr denn hier schon? Seit 3,5 Monaten. What? Ja. So kurz, es ist alles fertig und alles sieht mega perfekt und gestylt aus. Wie kommt das denn? Wie habt ihr das denn hingekriegt? Anfangs haben wir immer am Wochenende gearbeitet, weil sie noch in Hamburg gewohnt hat und ich in Bremerhaven. Okay. Und Bremen war so der Mittelpunkt. So das war dann so der Kompromiss, dass ich dann nach Bremen gehe. Und ja, und dann haben wir immer am Wochenende gearbeitet und am Ende dann die letzten 2-3 Monate dann fulltime hier auch alles renoviert. Ja, man muss auch dazu sagen, dass wir beide selbstständig sind. Deswegen hatten wir auch viel Zeit, die wir uns nehmen konnten, wo wir auch mussten. Ja, du. Ja, aber super. Wie würdet ihr denn euren Stil beschreiben? Eine Mischung aus so skandinavischen Elementen, Trödel und relativ viel Erinnerungszeug. Aha. Also wir wollten eigentlich eine Wohnung oder einen Stil schaffen, der viel mit uns zu tun hat, dass man auch in der Wohnung wirklich so stöbern kann. Mhm. Ich mag das immer ganz gerne, wenn ich bei Leuten bin, wo ich nicht einfach nur in das Zimmer gehe und das Zimmer ist so kahl, dass ich nichts gucken kann, sondern dieses ja. In jede Ecke schauen. Ja, viel Persönlichkeit voll im Auge. So viele Erinnerungen da zum Beispiel von der Filmpremiere oder da jetzt hier, wo wir in Namibia waren. So, dass man halt auch mal sehen kann, was wir so auch in unserem Privatleben machen. Wie seid ihr auf die Farbe gekommen? Das ist auch ungewöhnlich. Ein dunkles, also dunkelblau sieht man öfter mal, dunkelgrün ist eher ungewöhnlich, finde ich. Ja, wir haben viele Pflanzen und ich finde immer blau und grün beißt sich. Finde ich auch, und deswegen habe ich da gedacht, dass grün eine gute Idee wäre. Ich musste aber am Anfang auch dich überreden dazu. Also du warst am Anfang... Also auch die Farbe von Sofa zu Farbe von Wand war für dich so ein... Ja, wir hatten so ein Schnipsel von dem Sofa und haben das die ganze Zeit dann so an die Farbpalette gehalten und irgendwie... Das hat wirklich lange gedauert. Ja, so geht ihr vor. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr so ein Zimmer plant? Oder plant ihr das nicht? Entwickelt sich das so? Jeder Raum hat so sein Thema. Mhm. Und das hat mega gut geholfen, weil halt hier viel Gold auch ist. Und dadurch konnten wir uns halt gut lenken, weil wir dann solche Accessoires immer dazu gekauft haben. Und ein paar Sachen hatten wir schon. Und dann kam, also den Schrank zum Beispiel, haben wir jetzt erst vor einer Woche beim Trödel gekauft. Sehr schön. So kamen halt irgendwie immer Dinge wieder dazu. Was ist denn hier neu und was ist alt? Das heißt alt. Also, alt gekauft, wir oder? Wir haben den Großteil auch selbst gebaut. Deswegen, ach, tatsächlich? Also was den Tisch zum Beispiel haben wir gebaut. Das Gestell ist von Ikea? Ja, ja. Und unten drunter sind die, also sind halt solche... Boah, beim Bauhaus gibt es die, das sind so mit Rinde schon. Ja. Und wir haben einfach hier innen dann die Rinde abgeschnitten und dann unten zusammengespackst mit so einem... Cool. Wir haben auch mehrere Anläufe gebraucht mit der Farbe. Ja, dann haben das wir, war dreimal schlimm. Verschiedene Spalzmittel gekauft. Das habe ich, glaube ich, bei Instagram gesehen, ne? Ja. Mit dem Hell und dem Dunkel. Ja. Ihr habt überlegt, ob... Aber das ist ein so geiler Tipp eigentlich, ne? Ja. Weil, also wir haben es halt abgeschliffen, ja. Immer wieder. Also wir haben es gebeizt, dann abgeschliffen und dann wieder abgeschliffen und gebeizt. Und dann hat man hier so diese dunklen Ränder. Und das sieht ach, dann das so ein bisschen... Ach, das ist geil, ja. Ja. War ein sieht Zufall. Noch mal ein bisschen älter ja, und genau. So aus, ne? Ja, cool. Ja. Aber die Bretter an sich sind neu aus dem Baumarkt, genau, ne? Ja. Mhm. Und wir haben auch viel, was wir so aus dem Urlaub mitnehmen. Also die Teppich und dieser Puff zum Beispiel, das ist aus Marokko. Und oder das Upcyclen. Wenn ich sowas sehe, bin ich mir immer nicht sicher. Haben die Leute das selber gemacht ja, oder ja. Gekauft? Nee, es ist eigentlich ein Design-Element. Also es ist eigentlich eine Designerlampe, aber die habe ich mir gewünscht. Und
Die ist weit ab von unseren Geschenkbudgets und Dennis hat dann gedacht, er baut sie mir einfach selbst. Sehr geil. Sehr. Ganz heimlich, ja. Ziemlich cool. Wie hast du das gemacht? Das ist einfach nur ein Kaninchendraht. Und das hier drinnen ist das Gehäuse, das ist von so einer Restaurantlampe, die meistens immer von den Decken hängt, damit das so ein bisschen weicher ist, das Licht. Das hier ist Federstahldraht aus dem Modellbauladen. Die ganz normalen Klammern hier, die habe ich alle mit einer Zange zusammengeklemmt. Das ist ganz normal für Schüler irgendwie. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie diese Drähte da dran festgemacht. Genau, und das habe ich dann hier einfach zusammengeklemmt, damit das nicht runterrutscht. Ja, ziemlich cool. Super Idee. Genau, man sieht nämlich sowas öfter mal und dann, wie gesagt, ich weiß dann immer nicht, sind die selbst gemacht oder gekauft, weil die gibt es ja auch. Es ist von einem Designer. Es ist von einem Designer. Der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt von dem Designer, weil das ist super viel Arbeit gewesen. Ja, sieht simpel aus, aber ich habe auch viele Verletzungen davon getragen. aber hat es sich gelohnt. Das ist übrigens das erste Möbelstück oder Leuchtmittel, was hier in der Wohnung war. Habe ich zum Geburtstag geschenkt und dann hatte ich die hier von der Decke hängen. Ja. So hat hier Matratze und Sushi hatte ich bestellt und dann habe ich sie überrascht. Ja. Ja. Sehr schön und du hast dich mega gefreut. Ja, ich habe geweint. Oh, wie süß. Das ist ja super geil. Der ist ja mega schmal und lang, aber es ist ja total geil, dass hier so ein Fenster ist. Ne? Weil sonst wäre es ja wahrscheinlich total dunkel. Ja, ja, wir haben sogar zwei Fenster. Also vorne kommt noch mal ein Fenster. Es sind insgesamt wie viel? Über 15 Meter. Wow. Wir haben es mit so einem Laserpointer. Geil. Ja, der ist schon ganz schön lang, bestimmt. Kleinbildfilme einfach auf Großbild entwickeln lassen und dann zwei zusammengestellt. Wer macht sowas? Also wer entwickelt sowas? Wie finde ich in so Analoglaboren? Es gibt die noch. Genau, es gibt so vor allem Filmarchive, die haben teilweise so riesengroße Automaten, wo die dann einen Film durchziehen können und dann eben vergrößern. Also einfach mal kann man einfach googeln Filmarchiv und die haben sowas meistens in jeder Stadt. Habt ihr die selber gemacht? Ja, die Lampe ist selber gebaut. Ja, die hat ein Freund von uns gemacht. Sehr cool. Und der ist auch Fotograf und und man sollte, wenn man die selber baut, sollte man nicht einfach so zusammenbauen und mit Strom hantieren. Das ist ganz gefährlich, Leute. Ja, habe ich auch schon auf den Deckel gekriegt. Da ist eine spezielle 3D-gedruckte Fassung drin. Also man kann die auch einfach nicht so einfach bauen. Man muss den Spiegel rausnehmen und das ganze komplette Innengehäuse. Und hier unten dann halt ein Loch reinbohren. Ja, also, voll aufwendig. Genau. Aber mega geil. Aber wir bieten die auch an. Also man kann die auch bestellen, einfach uns anschreiben. Wir haben jetzt keinen Shop oder sowas. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich hätte gerne so eine geile Lampe, dann bauen wir die auch gerne. Mir ist gerade aufgefallen, da ist so ein Balken quer über den Flur, wo mal wahrscheinlich eine Schaukel dran war, oder? Eine Frau hat hier vorher gewohnt mit ihren zwei Kindern. Aha. Die hatten hier bestimmt eine Schaukel. Wir würden auch gern wieder eine da installieren, aber wir haben die noch nicht gebaut. Da wird es wahrscheinlich irgendwann mal bei uns ein Tutorial zugeben. Oder eine Klimmzugstange. Bisschen Sport. Nein, ne? Das ist nicht Sport. Ja, das kannst du ja auch im Türrahmen klären. Ja. Sport? Nee, danke. Es muss schon eine ästhetische Schaukel sein, sonst darf die da nicht hängen. Das verstehe ich sehr gut. Habt ihr schon eine Idee, wie die aussehen soll? Also es soll so ein Makramee-Seil-mäßig sein, mit so unten so Puffels dran. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Puffels. Tasseln? Tasseln heißt das? Also diese Dinger mit so Fransen. Die Bommel? Das heißt Tasseln. Aha. Glaube ich, wenn du das meinst. Abgespeichert im Wortschatz. Genau, sowas hätten wir da gern. Die Idee, im Schlafzimmer ausgerechnet rot zu streichen. Ich habe das auf einem Bild mal gesehen, dass jemand wirklich die Tapete abgezogen hat, dann mit so einer richtigen Kreidefarbe oder so einer Strukturfarbe das gestrichen hat und das sah halt aus wie eine Terrakotta-Wand. Diese Kalkfarbe ist, glaube ich, das. Die ist so sehr strukturiert, weil die so körnig ist. Ja, genau. Das sieht super geil aus. Wo man die dann auch wirklich mit so einem richtigen Tapezierpinsel aufträgt. Ja, genau. Das hätten wir gerne gehabt, haben wir versucht, sah dann so aus. Wir haben uns damit angefreundet und jetzt ist es so. Wir haben das ganz clever gemacht, weil wir uns aus Prinzip dafür entschieden haben, in einem Schlafzimmer nur ein Bett zu haben und sonst nichts. Wir haben den Kleiderschrank quasi gegenüber und hier halten wir uns auch nur auf, wenn es dunkel ist oder wenn die Sonne untergeht. Ja.
Und wenn die Lichter hier an sind, dann sieht die Wandfarbe halt dunkel, super schön aus und sehr beruhigend. Ja, glaube ich. So bei der Lichtstimmung halten wir uns hier eigentlich nicht auf. Die Truhe hat mich 15 Euro in einer Wohnungsauflösung gekostet. Nein! Bei uns zu Hause im Dorf, da gibt es ein einziges Auflösungsgeschäft. Aha. Und da stand die auf dem Dachboden. Und dann bin ich schon runter mit der und habe schon gedacht, okay, wenn ich ihr jetzt sie jetzt fragt, wie viel das kostet, dann 80 Euro. Erschlagt es mich bestimmt. Ja. Und da habe ich noch damals ganz viele Kameras mitgenommen und noch so ein, vorne im Wohnzimmer sieht man das auch, so ein Kristall-Whisky-Dinger. Mhm. Und dann meinte sie, ach, für alles zusammen 30 Euro ist okay. Geil. Hammer, die ist ja auch so. Da darf man sich in dem Moment immer nichts anmerken lassen. Ja, so, so. 30 Euro, okay, geht auf 25. Ja, ja, genau so. Dann noch anfangen zu feilschen, das ist das Beste eigentlich. Das Arbeitszimmer. Spielzimmer. Gerade zum Arbeiten ist das ja Luxus pur. Haben es gut aufgeteilt, weil wir hier so die Spielecke haben mit unseren Bastelsachen. Und dann auf der anderen Seite die super cleane Arbeitsgeschichte, wo wir halt dann wirklich uns konzentrieren können, nicht abgelenkt werden. Vielleicht sagt ihr beide noch mal kurz, was ihr beruflich macht, damit man weiß, was hier so passiert. Ich bin ein Filmemacher, also mache alles, was mit Bewegtbild zu tun hat. Also du schneidest hier auch und ich so? Ich schneide hier an dem Setup, genau. Genau, und ich bin Fotografin und kümmere mich ganz viel um unseren Blog und habe die Seite hier drüben. Den Blog verlinke ich euch natürlich auch. Unbedingt mal drauf gucken. Habt ihr hier diese zweite Ebene selber eingebaut oder war die schon? Nee, die war schon. Das war vorher ein Kinderzimmer hier. Ah, und man sieht es auch noch auf dem Boden so ein bisschen, dass da eine Wand war zwischen. Und die haben wir. Hier war und hier war eine Schiebetür. Genau. Ach, echt? Das war aufgeteilt. Ja. Und auch oben war auch zertrennt und waren da so spezial angefertigte Betten für die Kinder. Ach geil. Und hier war noch eine Leiter. Voll perfekt. Aber das, also waren es zwei Kinderzimmer? Genau, oder? Ja, okay, verstehe. Ja, und es war halt ein sehr, sehr großer Schreibtisch, vor allem auch sehr wichtig. Mhm. Den habt ihr aber selber gebaut. Genau, den habe ich auch selber gebaut. Ich brauche immer sehr, sehr viel Platz so zum. Ich mag es immer, mich auszubreiten. Ich habe eine Kabelphobie, auf jeden Fall. Also das kann ich auch verstehen. Ich Kabel will keine sind Kabel so sehen. Jetzt hängt der Netz herunter, das macht mich schon wieder ganz kirre. Und wir haben jetzt die ganzen Festplatten darunter und hier auch Festplatten und. Die Steckdosen haben wir unter den Schreibtisch geballert, damit wir möglichst keine Kabel sehen. Das ist ja mega clever. Sehen. Ah, Hammer, genau. Das merke ich mir. Ja, einfach alles unter den Schreibtisch machen. Und die, ja, voll gut. Aber voll die gute Idee, sich hier so Dinger einzubauen und dann die Sachen dazu lagern. Mhm. Die Platte und sind einfach nur Dielen. Also das Dielen sind auch wieder mit so einem, genau, mit sowas verbunden. Und die haben wir dann hinten so Fisch, also das war Dennis' Idee, super clever, dass wir das so fischgrätenmäßig einrasten und dann hinten wirklich nur gerade Kanten abschneiden. Ja, super. Dafür haben wir uns extra eine Handtischkreissäge, geholt. Handkreissäge? Ja, genau. Oder, ja, ich hatte damals euer Video nämlich auch gesehen, wo wirklich so die 10 Geräte, die man zu Hause haben muss. Ja, genau. Und da habe ich die ganze Zeit gewartet, bis diese Kreissäge kommt oder diese Handkreissäge kommt, ob wir das brauchen oder nicht, weil nachher hat man sowas und also ich bin nie voll der große Fan. Es geht einfach so schnell, es sind so saubere Schnitte. Ja. Tischkreissäge ist natürlich noch besser, aber man hat schon den Platz dafür, ne? Hier habt ihr euren Stock an Kameras, die ihr zu Lampen umbauen könntet. Ja. Sammelliebe. Also einige funktionieren noch, die hier ist, die benutzen wir auch noch, da ist noch ein Film drin, klassische AE1. Und jetzt halt solche hier zum Beispiel, ne? Ja. Da machen wir den Spiegel dann raus und dann kann da hier die Fassung rein. Das ist genau das gleiche Modell wie vorne auch. Ah ja. Und jetzt spannend nochmal. Wir zeigen ein Bad, aber hier kann man es auch, weil das ist weder unspektakulär noch ist es euch unangenehm, was sehr schön ist, was auch logisch ist, weil es ist ein sehr schönes Bad. Dankeschön. Mir ist ja direkt dieser wunderschöne Teppich hier aufgefallen. Wo kommt der her? Sowas hätte ich auch gerne. Dreimal darfst du raten. Ikea? Ja. Nee. Der kostet, glaube ich, 20 Euro.
Oh, davon hole ich mir 2 Stück für meinen Mann. Ohne Scheiß. Ja. Aber ich finde sowieso schön, dieses helle mit dem hellen Holz. Das finde ich auch eine super Idee, auch gerade, weil das diese Ablage da so einfasst. Habt ihr das gemacht oder war das schon? Ja, wir hatten ziemlich Schwierigkeiten mit dem Bad am Anfang. Das war so der hässlichste Raum, glaube ich. Echt? Und dann, obwohl das auch ganz schön ist mit dieser, mit diesen blauen Fliesen da. Ja. Also es ist ein schönes Bad, dafür, dass man jetzt irgendwie in einer Altbauwohnung wohnt und es gibt weit schlimmere, wo man irgendwie grüne Fliesen hat und das nicht kurz überdecken kann. Aber hätten wir es selbst gemacht, hätten wir es anders gemacht. Und ja, das ist auch immer mit diesen, ich habe auch solche Fliesen, wo du die, ich weiß nicht, was das wollten, die Marmor imitieren, ich weiß es nicht so richtig. Ja. Ich habe sowas auch, wo ich mir denke, ha, so richtig geil ist es nicht, aber man kann irgendwie immer damit arbeiten und irgendwas draus machen, ne? Finde ich, habt ihr auch. Das ist natürlich auch super hier mit dem, für Deko. Und es ist... Ja, falls du dich an die Bretter drüben erinnern kannst, das ist genau dieselbe Leiste wie aus... Wie im Arbeitszimmer. Genau. Ah. Und die ist uns übrig geblieben. Und dann haben wir eigentlich nur so aus Scherz gucken wollen, ob das genau dieselbe Breite hatte. Ach geil, und dann hat es perfekt gepasst. Ja. Habt ihr denn auch, meine Lieblingsfrage, habt ihr denn auch irgendwelche hässlichen Sachen? Weil hier ist schon wieder so alles schön. Ja, wir haben selbst einen schönen Klopapierhalter, der uns mega... Ganz wichtig. ...mega lange Zeit gekostet hat. Nee, Oder hier versteckt wahrscheinlich. Ja, das ist nicht so super schön. Ich finde eine Waschmaschine auch grauenvoll. Ich finde, das ist das Unästhetischste überhaupt. Das stimmt. Wir haben zum Glück so eine Kammer, da ist die versteckt. Das ist das so ist schön. Super. Ja. Aber hier geht es ja auch total. Ja, wir hätten am liebsten auch gerne einen Trockner, aber wir wollen uns keinen Trockner anschaffen, weil es nicht schön aussieht. Und weil dann hier so ein Waschmaschinen-Trockner-Turm ist und dann kriegen wir Kollaps. Ja. Euer Herzstück, stimmt das? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt einfach unterstellt, weil es so wunderschön ist, wir sind in der Küche und diese Fliesen alleine, wie irre ist denn das? Also völlig bescheuert, so ein Hase eigentlich, aber irgendwie ist es halt mega geil. Also auf jeden Fall der Raum, in dem wir die meiste Arbeit geleistet haben, weil hier vorher noch ein Linoleum, Vinyl, alles wirklich so gestapelter Boden war, der auch erst vor ein paar Wochen, bevor wir eingezogen sind, verlegt wurde. Und wir dann so beim Vermieter quasi angeklopft haben und gefragt haben, ist es auch okay, wenn wir den vielleicht nicht lassen? Mhm. Und er so, ja, ist okay. Also er kann das auch verstehen, dass es nicht so zusammenpasst. Und ja, dann hatten wir hier. Und dann war da sowas drunter. Genau, warum machen Leute sowas? Ich verstehe es immer nicht. Ne? Da gibt es so einen schönen Boden und dann ballern die sich da irgendwelche Plastikböden drüber. Ja. Wie habt ihr den behandelt? Gebeizt. Einfach ganz normal gebeizt. Mit Nussbaum ist das. Mhm. Und dann lasiert. Wir wollten erst Fliesenboden verlegen hier. Marokkanischen Fliesenboden. Und dann haben wir auch schön gewesen. So dunkel hier. Also auch der Sekretär war eigentlich, warum wir uns von der dunklen Küche entschieden haben. Wir haben den gesehen, haben gedacht, der muss in die Küche. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen alles um diesen Sekretär drumherum. Der Sekretär war auch da, bevor wir die Wohnung hatten und bevor wir überhaupt zusammenziehen wollten. Also es war so, wir holen uns den Sekretär und dann suchen wir uns eine Wohnung, in der der Sekretär reinpasst. Auch eine gute Taktik, sowas habe ich auch noch nie gehört, aber kann man machen, warum nicht? Hat ja super funktioniert. Ja. Manchmal, wenn man Pech hat, kostet sowas ein Vermögen. Was habt ihr bezahlt? 100 Euro? Nein! Ja. Und man kann ihn auseinanderbauen, also das sind quasi 3 Elemente und es ist halt auch, es ist schwer, aber es ist leicht zu transportieren hier hoch, weil man nicht den ganzen Tisch Richtig geil. Muss. Ist der sehr empfindlich durch das Leder? Nö. Nee? Gar nicht. Also man hat keine Probleme mit Wasserflecken oder so? Nee. Und die Küche war drin, habt ihr reingemacht? Die haben wir reingemacht, das ist auch eine IKEA-Küche, die wir so geplant haben. Man kann da immer ganz gut tricksen, dass es nicht gar so IKEA aussieht. Voll! Ich finde auch diese Sitzecke da total schön. Das sind eigentlich Hängeschränke und haben wir noch mit Füßen befestigt. Ach, wie cool! Ja, auf solche Ideen muss man erstmal kommen, ne? Aber es ist natürlich wunderschön. Und hier, ihr gebt auch Workshops, ne? Habe ich bei Instagram mitbekommen. Was macht ihr da? Die Eukalyptusreifen, also da drüben ist auch eine, die flechten wir und es ist halt schon so eine Mischung aus Workshop und wir bringen Leute zusammen, dass man wirklich so einen Nachmittag so eine schöne Community hat und sich unterhalten kann über kreative Dinge. Kriegt man wahrscheinlich auch am besten mit, wenn man euch auf Instagram folgt, genau, da kündigt ihr das dann an und dann kann man sich anmelden. Ja.
Ja, cool. Und das findet dann auch hier statt, ne? Oder? Genau, entweder hier oder im Wohnzimmer, je nachdem, wie viele Teilnehmer wir haben. Süß, super schön. Ja. Gibt es im Set? Wo gibt es das? Das ist von, also die Becher sind von IKEA und das ist von Plenty Rings. Also man kann jeden Becher da reinmachen. Mhm. Man könnte theoretisch jetzt auch einen machen, der viel zu groß dafür ist und dann liegt das nur so auf. Ja. Oder man macht halt auch ein Glas rein, wo das dann so richtig drin versinkt. Gefasst wird. Mega schön. Euch diese Wohnung zeigen durfte. Es ist wieder wahnsinnig schön. Die Reise nach Bremen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und folgt den beiden auf Instagram. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Möchtet ihr noch Abschiedsworte sagen? Wir danken dir, dass du hier warst. Wir hätten wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du mal hier bei uns zu Hause sein wirst. Übrigens dazu kurz, die beiden haben mich angeschrieben, ob ich vorbeikommen soll. Wenn ihr eine schöne Wohnung habt, die ich gerne zeigen soll, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Funktioniert, hat geklappt. Ja, hat geklappt, es hat sich sehr gelohnt. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche und das nächste So wohnt kommt bestimmt auch bald. Tschüss. Tschüss.